Ja, da bei Corona nicht viel Neues ist, können wir uns Sarah Wagenknecht widmen. Ja, ich konnte nicht viel Interessantes finden in ihrer neuesten Sendung bei Thilo Jung von Jung und Naiv. Vielleicht das Einzige ist, dass man, sie hat das Problem angesprochen der Kurzlebigkeit der Produkte, der geplanten Obsoleszenz, mit der man sozusagen versucht, letztendlich sozusagen mehr Gewinn zu machen, dadurch, dass die Dinge doch relativ schnell kaputt gehen, ja. Und ja, und das Problem haben ja die Next Scientists for Future.de, alles ein Wort, ja längst gelöst, indem sie sozusagen dann, man bucht quasi einen Wellness-Tarif und man kauft dann in diesem Wellness-Tarif kein Auto oder keinen Computer, sondern man leiht es. Ja, also das heißt, in dem Tarif ist die zur Verfügungstellung seitens der Industrie von Automobilen und Computern und von allem anderen vorgesehen, sozusagen. Und dadurch hat die Industrie selbst ein Interesse, dass die Dinger sehr lange halten, weil wenn sie sie sehr lange halten, dann können sie die dann auch weitergeben. Nehmen wir mal an, jemand hat gebucht, dass er immer sozusagen alle 3 Jahre das neueste Modell bekommen will. Dann wird ja das alte Modell abgeholt und an jemand anderen gegeben, der weniger Geld ausgeben wollte und deswegen dann ein Gebrauchtfahrzeug bekommt oder einen Gebrauchtcomputer bekommt. Und sozusagen, und so wird die Industrie sagen, ja, okay, also so und so viele Jahre sollte schon mit Sicherheit das Fahrzeug fehlerfrei und störungsfrei laufen, denn jede Störung bringt ja jetzt dann nicht einer Autowerkstatt Umsatz und Gewinn, sondern bringt dem Konzern, der das Auto oder den Computer verliehen hat, sozusagen Verluste. Denn der muss das Auto zum Beispiel durch ein anderes Auto austauschen, muss es zur Reparatur bringen, muss die Reparatur selber bezahlen und. Ja? Und in dem Tarif, mit dem ich zum Beispiel das Auto buche, ist dann selbstverständlich mit drin, sozusagen, also auch die Kilometerzahl buche ich natürlich, die sorgenfreien Kilometer, wenn das Auto liegen bleibt, kriege ich ein Hotelzimmer bezahlt und, ja, also alles ist in solchen Tarifen drin. Und ja, wenn ich sozusagen, in dem Tarif ist mit drin, ein Teil einer Prämie. Diese Prämie kriege ich dann ausbezahlt, wenn ich das Auto so pfleglich behandle, dass ich da also mit dem Auto jetzt hier kein Wildwest mache, sondern es pfleglich behandle, dann kriege ich nach einiger Zeit entsprechend die Prämien auch ausbezahlt, sozusagen. Das heißt also, wir machen Folgendes. Wir motivieren die Kunden dazu, pfleglich mit den Produkten umzugehen, über die Prämien. Und wir motivieren die Unternehmen dazu, eine sehr gute Langlebigkeit zu erzeugen, dadurch weniger Ressourcen zu verbrauchen und so weiter. Und diese Produkte also sozusagen in ihrer Laufzeit so zu verwenden, dass sie eben dann von Kunden, die immer das Neueste haben wollen, zu den Kunden, die auch Gebrauchtes wollen und so weiter, wird das Produkt weitergegeben, bis es dann wieder im Sinne von Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege, wieder recycelt, vollständig recycelt werden kann. Ja? Und warum werden die Unternehmen interessiert sein, vollständig zu recyceln? Liebe Sarah Wagenknecht, ja? Ja, die werden motiviert sein, weil durch die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme
sozusagen alle Verdienste auch von dem Wohlbefinden und den Gesundheitsdaten der Bürger abhängig gemacht werden. Und wenn sie Dreck machen, also indem sie nicht sauber recyceln, sondern Dreck machen sozusagen, dadurch wird das Wohlfühlen der Bürger verschlechtert und die Gesundheitsdaten der Bürger verschlechtert. Also werden sie Cradle to Cradle praktizieren, weil das bedeutet null Abfall und damit auch null Toxizität für die Bürger. Ja? Also das heißt, wir haben dann eine Wirtschaft, die sozusagen auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Natürlich nicht auf Hyperlanglebigkeit, denn irgendwann will ja niemand ein altes Produkt haben. Ein Computer, der ein bestimmtes Alter hat, erfüllt ja auch seine Funktion nicht mehr, kommt mit den großen Datenmengen nicht mehr zurecht und so weiter. Also man muss dann schon die Kirche im Dorf lassen. Also eine sinnvolle Langlebigkeit, wie sie dann auch selbst für die Industrie gut ist, weil sie dann alles nutzen kann, bis zu den letzten Leiern sozusagen, die auch ältere Produkte akzeptieren und damit viel Geld sparen. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, da rechnet sich's nicht mehr, da ist es dann besser, es im Cradle-to-Cradle-Verfahren vollständig müllfrei zu recyceln sozusagen. Ja, ja, also je besser die Stabilität des Produktes ist für den Kunden, umso seltener muss die Industrie hin und das Produkt austauschen, umso seltener muss sie Hotelaufenthalte wegen Liegenbleiben des Fahrzeuges bezahlen und. Ja, also oder das Umsteigen aufs Flugzeug oder Bahn bezahlen und so weiter, was alles in diesen Tarifen drin sein müsste, ja. Ja, damit ist, und da ja die Prämie für die behutsame Nutzung eingebaut ist, ist also das, was Sarah Wagenknecht da so anspricht, bei den Next Scientists for Future natürlich schon gelöst, ja, denn wie gesagt, sie sind ja hier sozusagen im Bereich der einzigen Sender, die ihnen Wahrheiten und Neues sagen. Und ich zeige Ihnen das auch noch mal ganz kurz zur Information zwischendurch. Ja, die einzige Quelle von Wahrheit ist hier. Also Sie haben hier einmal, Sie sehen es, da wird Skobel, Lobbyismus, Gefahr für die Demokratie. Also alles, was wichtig ist und wahr ist und wahre Elemente enthält, finden Sie bei News und Talks, in diesem Fall bei dem Sender, befreundeten Sender News und Talks für Gebildete. Die machen das sehr schön. Da ist also hier, Sie sehen die Bild-Zeitung oder hier der Arzt, der aufweist, wie unser Medizin- und Gesundheitssystem uns tötet und vergiftet und umbringt und unsere Lebenserwartung verkürzt. Ja, und da sehen Sie hier, dann sehen Sie hier insgesamt vier Playlists, drei deutsche Playlists und eine englische. Und da finden Sie immer Massen an Sendungen, ja. Und dann hier finden Sie die Sendungen hier, die direkt hochgeladen werden, die also nicht in die Playlists getan werden. Sie sehen hier Talkshows, Talkshow Demokratie pur und so weiter. Und Sie sehen hier bei den Playlists, sehen Sie hier sozusagen, ja, nochmal alle vier Playlists, die englische und die drei deutschen. Und ja, und alles, was wichtig ist, ja, finden Sie eben zum Beispiel und in den Formaten der verschiedenen Sender, die wissenschaftliche Tagesschau heute, News für Gebildete, Talkshows Demokratie pur, Freie Argumente-Plattform, Eilmeldung und so weiter.
Und damit ist das sozusagen, ich schaue immer nur ganz kurz, Tagesschau und heute, klicke das schnell durch, weil dann habe ich sozusagen die unwahren Informationen oder die fragwürdigen Informationen und dann gibt es eben für Sie als Zuschauer dann noch den richtigen Sender hier, News und Talks für Gebildete, der Ihnen die Wahrheiten bringt und alles, was wirklich wichtig ist, weil es Wahrheiten beinhaltet. Ja, ich mache mal so ein Beispiel hier. Wo haben wir Playlists zum Beispiel jetzt hier? Zum Beispiel, ich gehe mal in die Playlist Nummer 1 rein hier. Ja, Lobbyismus. Lobbyismus geht's gleich los hier. Dann schaue ich mal hier rein. Lobbyismus, Gefahr für die Demokratie, Bild-Zeitung. Hier Arte, das Rätsel unserer Intelligenz, weil wir völlig falsche Vorstellungen von Bevölkerungspolitik haben, weil wir denken, alle Menschen seien Genies. In Wirklichkeit gibt es leider sehr dumme Menschen und sehr kluge Menschen. Und wenn wir darauf keine Rücksicht nehmen und eben zum Beispiel Massen von Kindern aus dem dummen Bereich haben, dann stirbt Europa. Das ist dann das Todesurteil für Europa. Das ist dann die Dekadenz. Die falsche Bevölkerungspolitik ist das, was einen Kontinent tötet, ne? Zum Aussterben bringt und ihn abwehrschwach macht und wir dann in die Situation der nordamerikanischen und Indianer und der südamerikanischen Indios kommen und dann abgeschlachtet werden wie damals und dann eben, ja, wir tot sind alle, ne? Dann wie Tiere fühlen und so weiter. Sie sehen es, Arte ist einer der Sender, die ab und zu immer mal Teile von Wahrheiten bringen. Auch Ökonom Hans-Werner Sinn hat mal ab und zu Gutes. Und so geht es immer weiter. Sie sehen Christian Felber, der neben seinen vielen Unwahrheiten auch ein paar Wahrheiten drin hat. Und deswegen ist er damit auch dabei. Auch trotz seiner vielen Unwahrheiten hat auch Markus Krall seinen Platz gefunden in den Playlists. Sie sehen es, alles, was wichtig ist, Nico Pech, ja, der hat sehr wenig Wahrheiten, aber trotzdem wurde er aufgenommen, weil man ja Ihnen als Zuschauern will ja dieser Sender hier sozusagen alles bieten, was irgendwie wenigstens Teilwahrheiten hat. Und alles, was hier nicht drin ist, können Sie eigentlich vergessen, weil Sie dann so viel Unwahrheit haben, dass es also nicht mehr lohnt, dass da also praktisch an Wahrheiten nichts mehr drin ist, sozusagen. Ja, so viel zur Vorstellung nochmal des Senders und dann geht's weiter jetzt mit. Also nach dem Motto, abonnieren Sie den einzigen Sender, der wahrheitsorientiert ist, der Ihnen die naturwissenschaftliche Wahrheit über die Welt bringt. Ja, und dann nächstes Thema, die Kennzeichnungspflicht kann weg. Ja, also wenn wir jetzt sozusagen dahin gehen, dass wir dass der Restaurantleiter und der Marktleiter oder die Restaurantleiter und Marktleiter, bei denen ich ab und zu einkaufen gehe oder essen gehe und so weiter, die werden ja über die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten sozusagen, kriegen die große Verdienstzuschläge, wenn ich mich gesünder entwickle. Und kriegen oder keine Verdienstzuschläge. Und gehen dann irgendwann entsprechend pleite, wenn meine Wohlfühlstimme sich schlechter entwickelt und die vieler anderer Kunden auch, und die Gesundheitsdaten sich schlechter entwickeln. Also wird das Restaurant ein Interesse daran haben, dass es nie wieder zu Salmonellenvergiftungen oder anderen Unsauberkeiten im Restaurantbereich kommt, wird nur noch höchstwertigste, naturbelassene Rohstoffe verwenden und so weiter. Und wird mein Gesundheitsförderer und Sie kriegen endlich im Restaurant kerngesunde Nahrung auf Top-Niveau sozusagen. Und im Supermarkt, der Supermarktleiter lässt natürlich all das giftige Zeug erst gar nicht in den Supermarkt rein. Oder wenn er es reinlässt, dann macht das selber in eine Ecke, wo er sagt, Warnhinweis,
toxische oder krankmachende Produkte. Und dann steht das da im Regal, aber dazu brauche ich keine Kennzeichnungspflicht, was der Supermarktleiter quasi, der Marktleiter nicht in den grünen Bereich übernommen hat, sondern in den roten Bereich stehen hat. Da weiß dann jeder, dass er damit Selbstmord begeht, kann er halt trotzdem kaufen, ne? Das Freiheitsrecht, ja, wir wollen ja niemanden irgendwie die Freiheit wegnehmen. Kann sich tot saufen, kann sich tot fressen mit Zucker und Salz und Pizza und all dem Kram, ja, dem Sondermüll, dem Industriesondermüll. Ja, und aber er wird sozusagen letztendlich wird er Ihnen ganz klar signalisieren, also braucht auf dem Produkt nichts mehr draufzustehen, denn zum Beispiel die Kette Rewe oder Alnatura oder wie sie alle heißen, Basic oder Aldi oder Lidl, die werden selber mit ihren chemischen Laboren jedes Produkt auf Herz und Nieren prüfen und dann kommt es eben entweder in die rote Ecke oder in die grüne Ecke, ne? Vielleicht gibt es dann noch die gelbe Ecke und dann werden die Supermarktleiter von sich aus selber quasi Ampelregale machen, ja, und dann braucht auf dem Produkt nichts mehr draufzustehen, weil das interessiert eh nicht. Das Urteil, mich interessiert ja dann als Kunde das Urteil des chemischen Labors von Rewe und die Empfehlung, weil der Supermarktleiter weiß genau, wenn ich Müll kaufe, wird meine Wohlfühlstimme schlechter, meine Gesundheitsdaten werden schlechter und er verliert Geld und er riskiert seine Marktposition und wird irgendwie irgendwann pleite gehen mit seiner Filiale. Ja, das sind ja alles Filialen von, ja, und dadurch habe ich in dem Marktleiter einen echten Freund, der mir hilft. Und so muss echte Gesellschaft aussehen. Und warum ist das nötig mit der Aufwand, mit der Wohlfühlstimme? Warum ist der unentbehrlich? Ja, weil sonst alles uns vergiftet. Ne? Hier haben wir also nochmal den ersten Früharzt und Frühhändler. Und der erste, der sagt hier, der lebt noch in der Wahrheit und sagt, ja, toll, dass ihr alle liebevoll in euren bonobo-kommunistischen Kommunen lebt, alle miteinander in Liebe seid, die Männer schenken alles den Frauen und Kindern, es gibt keine Spaltung zwischen Arm und Reich, sozusagen. Und es ist auch ganz toll, dass ich liefere euch nur reifst geerntete, naturbelassene Nahrung in höchstwertigem Zustand. Ja, und ab der Erfindung von Markt und Marktwirtschaft und so weiter, hat der verloren, weil der mit seiner Wahrheit zu wenig verkaufen wird, ja, und zu wenig Gewinne machen wird. Er ist nicht mehr konkurrenzfähig und nicht mehr wettbewerbsfähig. Hier nach 3 Generationen muss sein Urenkel dann den Laden schließen oder die Praxis schließen. Und hier dieser Früharzt und Frühhändler ist der sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig als erster irren musste. Und er sagt, na, ist das eklig, euer ganzes Geschwuse, da hört auf damit, ist ja unkeusch und unmoralisch und so weiter. Und außerdem könnt ihr meine denaturierte Nahrung ist genauso gesund, die ist nur viel billiger und schmeckt doch aufgrund der Geschmackschemikalien und Gewürze doch auch sehr gut. Also, und die Leute, die ihm glauben, die werden jetzt ständig chronisch krank und er kann als Früharzt denen ganz viel verkaufen, kann hier 2 Kinder ernähren, 3 Enkel, 2 Urenkel und eine Riesendynastie und Großfamilie der Händler und der Ärzte sozusagen begründen, der Medizinprofessoren. Und wir werden alle Gehirn gewaschen mit all diesen vorteilbringenden Irrtümern, mit diesen gewinnbringenden und karrierefördernden Irrtümern, die das Wesen der sozialen Marktwirtschaft sind und die uns alle ruinieren und volkswirtschaftlich riesige Schäden zufügen. Jährlich verlieren wir dadurch ungefähr 500 Milliarden Euro jedes Jahr. Und das wollen uns ja die Next Scientists for Future zurückgeben, dieses Wirtschaftswunder, was uns da jedes Jahr entgeht. Und dadurch würde Europa dann natürlich wieder die Nummer 1 der Welt werden. Ja, also so viel für jetzt. Dann jetzt wieder unsere Schlussrunde. Also, wie gesagt, alles außerhalb der Senderfamilie rund um
Das gibt es ja auch auf Instagram und so weiter. Alles außerhalb der Senderfamilie, News für Gebildete, News und Talks und so weiter, News und Talks bei Google, ist also aus naturwissenschaftlicher Sicht so voll Unwahrheiten, dass sie das mindestens diese Sender, jemanden aus irgendwas aus dieser Senderfamilie damit abonnieren sollten, damit sie auch mal ab und zu Wahrheiten abkriegen, ja, und Wahrheiten abkriegen. Und alles, was wir hier nicht aufführen, hier sind noch die aufgeführt, die es sich überhaupt noch lohnt zu erwähnen, trotz ihrer vielen Unwahrheiten. Alles andere sollten Sie aus unserer Sicht gar nicht mehr konsumieren, weil das alles so voll Unwahrheiten und Nutzlosigkeit ist, dass Sie sowieso nur Ihre Zeit vergeuden. Also bürgerliche Revolution, Markus Krall, ja, da sind ein paar interessante Dinge drin, ja. Natürlich der Grundfehler, nämlich, dass er nicht versteht, dass die Marktwirtschaft grundsätzlich uns alle ruiniert, genauso Hans-Werner Sinn, der also nicht erkennt, dass er bezüglich des Marktes eben doch Ideologe ist und kein Wissenschaftler sozusagen, sondern an einen Aberglauben glaubt. Und so lesen Sie sich die Namen durch hier. Das sind also noch die am wenigsten Unwahren aus der Welt der Unwahrheit. Ja, und die sollten Sie dann, wenn Sie uns nicht vertrauen, sollten Sie wenigstens dann diese immer noch mit heranziehen, weil Sie dann immer wenigstens noch ein paar Teilaspekte von Wahrheit haben. Ja, Greta Thunberg und Luisa Neubauer, wir haben ja den jungen Leuten den Kohlestopp 2026 angeboten und 900 Milliarden für den Klimaschutz in Deutschland. Aber ich glaube, diese Organisationen wollen immer das Gegenteil von dem, was sie sagen. Also wenn jetzt eine Organisation sagt, ich will Umweltschutz, dann wird sie alles tu dafür tun, dass es nie zum Umweltschutz kommt, damit ihr Geschäftsmodell, ihre Spendensammelgeschichte und so weiter funktioniert. Ich fürchte, diese ganzen Organisationen, sie können sich die Formel machen, wenn eine Organisation sagt, ich will Tiere retten, dass sie alles tun wird, um besseren Tierschutz, seriösen besseren Tierschutz zu verhindern, weil dann ihre Geschäftsgrundlage fort ist und ihre Verdienstgrundlage. Alle diese Organisationen scheinen den Aspekt zu haben, dass es nur darum geht, die eigene Organisation zu halten, eigene Spendengelder eventuell abzugreifen, eigene Karrieren zu fördern und so weiter. Die politische Karriere hier von Luisa Neubauer eventuell, weiß ja keiner, ne? Und so weiter. Kein Mensch weiß, was da gespielt wird, nur der dringende naturwissenschaftliche Verdacht bildet sich, wenn eine Organisation sagt, sie will das Klima retten, dann wird sie alles dafür tun, so wie Extinction Rebellion, wo die Leute alles dafür tun, um Klimaschutz zu verhindern, weil sonst ja ihre Organisation von heute auf morgen nutzlos wäre und ihren Zweck quasi erfüllt hätte. Und das darf ja nicht sein, ne? Und so haben also sozusagen all diese sogenannten NGOs eine kapitalistische Beharrungstendenz, nehmt uns unser Geschäft nicht weg. Also von daher alles mit Vorsicht genießen. Wir wissen es nicht. Vielleicht wird ja Fridays for Future noch vernünftig und meldet sich. Wir wissen es nicht, ne? Ja, und ja, von daher, also die Verschwörungstheoretiker, die haben halt auch die leider keinen Nutzen, die sagen zwar richtig, haha, wo sind eventuell finanzielle Verbindungen, Folge dem Geld und so weiter, aber das bringt uns alles nichts Wirkliches, weil am Ende läuft es immer darauf hinaus, die bösen, bösen Reichen als Gegner und wir werden nie etwas erreichen, wenn wir nicht gemeinsam mit den Reichen die neue Gesellschaft gestalten. Also unsere Aufgabe muss immer sein, den Milliardärskönigen, hier, wo ist er? Ja, Milliardärskönigen, ganz klar hier zu sagen, liebe Milliardärskönige, liebe politische Kaste, die neue Wohlfühlstimme als Wahlstimme und die Gesundheitsdaten, die dazu ausgewertet werden durch den Bundeswahlleiter und Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden.
die werden eure Gesundheit riesig verbessern, eure Lebensqualität um den Faktor 10 mindestens erhöhen, eure Lebenslust und Lebensfreude und eure Langlebigkeit Richtung 127 drastisch ausweiten, ja? Und das bietet euch die neue Wohlfühlstimme. Und all diese anderen hier, also wenn wir jetzt zurückgehen wieder hier, all diese ganzen Dinge hier bieten, lest ihr euch durch, ja, bieten den Milliardärskönigen einfach nur, meistens nur eins: Wir wollen euch was wegnehmen. Wir wollen euch nichts geben und nur wegnehmen. Und da sagen die Milliardärskönige und die politische Kaste: Wir haben aber die Macht und wir behalten sie einfach. Tschüssi. Ja? Und deswegen, es geht darum, wir müssen den mächtigen Kasten, den Milliardärskönigen und der politischen Kaste etwas geben, etwas Positives geben, was deren Leben und das derer Kinder und Enkel und verbessert, während alle anderen Organisationen immer rantreten mit: Wir wollen euch alles wegnehmen. Und da sagen die natürlich: Danke, dass ihr uns alles wegnehmen wollt, aber da wir die Macht haben, behalten wir die auch einfach und alles bleibt beim Alten. Ja, also dann hoffe ich mal, dass Fridays for Future und Extinction Rebellion, dass da einige Leute zur Vernunft kommen und endlich mit den Next Scientists for Future.de die gemeinsame Weltpressekonferenz machen und dass wir dann den großen Wandel der Menschheit einleiten. Ja. So, das war es mal wieder für jetzt, die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Bis bald, tschüssi.